Ja, Leute. Ich habe ein bisschen gefehlt hier bei der Aufnahme. Nicht gemerkt, dass das Mikrofon aus war. Dementsprechend darf ich das komplette Video jetzt kommentieren. Wir zocken Pokémon Uranium. Ein Fan-Made-Game. Welches 9 Jahre lang entwickelt wurde, letzte Woche fertig war und direkt von Nintendo runtergenommen wurde. Ich konnte mir eine Version runterladen zum Glück und dachte mir, ich let's play's. Das Game ist komplett auf Englisch, hat auch sehr viel Text. Und ich bin, was Englisch angeht, nicht unbedingt der Beste. Ja, also, sei es nicht böse, wenn ich im Laufe des Let's Plays öfters mal Besitzungsfehler mache, versuchen mir Mühe zu geben. Wenn ich irgendwas gar nicht verstehe, werde ich auch nachgoogeln. Ja, jetzt würde ich sagen, ja, das sind unsere Starter-Pokémon. Feuer, Pflanze, Wasser in der Reihenfolge. Und das. Das ist ein fetter Gurkenstrahl. Gurke, Gurkenstrahl. Scheiße, war sehr schlecht. Ich hab. Ja, Pokémon Uranium. Ist auch immer das Hintergrund, schaut ziemlich sick aus. Ich hatte ein Spiel schon bereits angefangen, um das Game anzutesten, zu schauen, ob ich mit der Open World Steuerung einigermaßen klarkomme. Muss leider jedes Mal, wenn ich neue Aufnahmesession starte, die Lautstärke runterstellen, weil es verdammt laut ist. Muss aber an Wegler schon mal einen Pluspunkt setzen. Die Textgeschwindigkeit ist von vornherein auf Fast gesetzt. Warum kann Nintendo das nicht auch? Sollten sie machen, finde ich cool. Ja, da habe ich wollte euch erklären, dass ich einen Spielstand gestartet habe zum Antesten. Mensch. Ja, und jetzt starten wir ein neues Game. Gleich, in wenigen Sekunden. Odyssey-Files, da kann man wohl externe Speicherdaten sichern und falls man das Game deinstalliert oder so. Da können wir unseren Modus auswählen, regulär und Naslog. Naslog bedeutet einfach nur pro das erste Pokémon fangen, besiegte Pokémon freilassen und nur ein Halten pro Kampf. Das ist ein bisschen schwerer, mache ich nicht, weil ich zock das Game zum ersten Mal. Und da kann ich mal viel noch nicht die Typen und wie die Werte so gesetzt sind. Kenne ich heute jetzt im aktuellen Pokémon auch nicht so, ich bin nicht der beste Pokémon. Aber schaut mal, das Game. Wer ist da? Oh, hallo. Willkommen, das ist die Welt der Pokémon. Mein Name ist Bambu. Aber wenn es mir zu schwer zum Aussprechen ist, bin ich einfach den Pokémon-Professor. Warum brauche ich das so lange? Du hast dich für einen Job beworben, oder? Großartig. Möchtest du irgendwas wissen? Nein, ja, ich möchte keine Erfahrung haben, danke. Die Menschen teilen diese Welt mit den Kreaturen, die Pokémon bezeichnet werden. Viele halten sie als Haustiere. Andere müssen die für. Achso, Pokémon sind starke, interessante, kluge Wesen. Ich kann den Handtext ein Pokémon nehmen Koexistenz mit den Menschen. Manche halten Pokémon als Haustiere, manche müssen zum Arbeiten, manche kämpfen mit ihnen. Jeder wie er will. Aber das musst du, was wir nicht über Pokémon wissen. Das ist mein Job. Ich studiere das Lebenswerk der Pokémon, ich bin ein Pokémon-Experte. Jedes Pokémon hat seinen eigenen Typen. Jeder Typ hat seine Stärken und Schwächen. Aber warum existieren sie?
Das sind neue Typen, die wir noch nicht kennen. Ich sagte mehr in seinem ersten Arbeitstag. Lass mal so ein hier aus. Das finde ich auch richtig interessant, dass man hier nicht aller Professor, du stehst vor mir, was bist du denn für mich schlecht? Sondern man kann jetzt, man soll ein Formular aus und schlecht wählen. Da sind wir einmal links die männlichen Protagonisten, da ist Miss Rowdy, in der Mitte die weiblichen Wally-Protagonisten. Und links die männlichen, rechts die weiblichen, süßen Protagonisten. Ja, ich mag die ersten zwei nicht so vom Design her, deshalb nehme ich den ganz nice, ich finde den ganz süß, gefällt mir auch. Und dann kann man den Namen wählen. Ich habe da versucht, anderen Namen einzugeben, aus irgendeinem Grund hatte man das dazu viele Buchstaben nicht angehört, ich weiß nicht warum. Weil ich nehme eigentlich immer drei Namen, wenn ich irgendwas zocke. Asna aus Sword Art Online, Xena aus Sword Art Online. Da sehen wir, ich versuche also Asna einzugeben, klappt irgendwie nicht. Weil Ami nimmt ja das A nicht an. Da fange ich jetzt an, mehrere Tasten durchzuprobieren gleich. Genau, da habe ich jetzt versucht, was zu testen. Hab gemerkt, dass er einige Tasten nicht nimmt. Aber erstmal geschaut, wie lang der Name auch sein kann. Wir sehen, nicht sehr lang. Nachteil. Und Minuspunkt schon mal, weil man kann echt keine langen Namen wählen. Also habe ich mich für Juno entschieden. Juno Gasai aus ihrer Niki. Aber erstmal kommt davon mit deinem Kurs. Da ist Sinon auch so dann online. Passt auch komplett rein. Aber ich nehme Juno. Juno ist mein absoluter Lieblings-Anime-Charakter schlechthin. Da habe ich erstmal geschaut, wie lange sie dann sein kann. Und dann nehmen wir es jetzt. Juno Gasai. Ich liebe Juno. Juno ist einfach nur. Wer sie nicht kennt, schaut euch Mireniki an. Da kommt sie vor. Da ist sie eine der Hauptcharaktere. Juno ist einfach nur sick. Deine Reise, deine Geschichte beginnt. Deine Zukunft ist noch unbeschrieben. Als an der Punkt kommt, werdet ihr eure Zukunft, eure Zeiten, eure Zukunft ausführen. Und ihr werdet stärker werden, Gefahren begegnen. Und neue Kundschaften knüpfen. Aber jetzt erstmal zur Junos Vergangenheit. Vor 10 Jahren. Junos Familie lebte in Beer Beach City. Die größte Stadt in Tandor, das ist unsere Union, in der wir sind. Der Vater, Kellen, ein mutiger und talentierter Pokémon-Ranger. Die Mutter, Lucille, war eine brillante Wissenschaftlerin und experimentierte mit Nuklearenergie. Trotz ihrer Jobs hatten beide viel Zeit, um nach Hause zu kommen und sich um Zeit mit Juno zu verbringen. Die Tenderhawk-Region war mit Frieden erfüllt und Lucilles Company arbeitete auf einer Farm aus reiner Energie, welche die Welt ändern wird. Future Scene Forge. Kann man das heißen so. Die Zukunft ist beschrieben so. Es war ein gewöhnlicher Arbeitstag im Nuclear Power Plant, wo Lucille arbeitet. Sie hatten für Routineinspektionen einen Techniker jemanden engagiert, der die elektronischen Systeme checken soll. Cameron, welchen findest du? Müssen wir deine Dose fertig? Ja, bitte. Alles scheint perfekt zu arbeiten. Die Generatoren, die du entworfen hast, habe ich ihm ein paar Mal versprochen, weil die wollte Generatoren über die Generation sagen. Die Generatoren, die du entworfen hast, sind ausgezeichnet. Gut gemacht, Lucille. Wunderbar. Wenn ihr mit der Arbeit fertig seid, dann macht eine Pause vom Essen. Macht eine Essenspause. Boss, solltest du dir mal anschauen. Strange.
Der Thermometer ist höher als sonst. Die Temperaturanzeigen sind höher als sonst. Wir müssen den Thermometer neu starten. Oder der Reaktor wird eine gewaltige Hitze ausstrahlen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich habe den Thermometer gerade geprüft. Gefahr. Der muss ein Leck im Reaktor sein. Ein Riss. Die Temperaturen. In wenigen Minuten werden die alles einschmelzen. Jeder, sofort evakuieren. Lucille. Wird es auch gehen, sofort. Lucille. Ja, es war ein schlechter Name. Mit Cameron's Hilfe konnten alle entkommen. Evakuiert werden, außer Lucille. Sie wurden nie wieder gesehen. Der Reaktor hatte eine unglaubliche. Der Riss im. Der Slack im Reaktor hat die Umgebung unbewohnbar gemacht. Für Jahre. Unfruchtbar, unbewohnbar. Man hatte Suchtsache geschickt. Und nie wieder gesehen. Der Verlust einer Frau hat Killen stark gemacht. Hatte Auswirkungen auf ihn. Er hat seine Persönlichkeit komplett geändert. Er wurde kalt. Hat sich in seinen Job distanziert. Und wurde dort zum Chef. Und in kurzer Zeit wurde er zum Chef von dem Tando-Pokémon, das ich von wie auch however, er war zugeschaltet, um seinen Kind zu kümmern. Also schickte er Juno zu ihrer Tante nach Mokitong. Moki, ich muss an mir an Moki aus Yu-Gi-Oh! Denken, an die Karte. Moki. Zehn Jahre vergingen. Die Gesundheit von der Tante wurde schlechter. Es war zu viel Arbeit für sie, sich um ein Kind zu kümmern. Da ich mich so aufregt, dass die Tante kein Name hat, einfach nur dort Aunties steht. Warum hat man der Tante keinen Namen gegeben? Meine Fresse, Mutter und Vater mein Name. Ich habe eine Schicksalsgebung. Ernest Bambu, der lokale Hochprofessor, suchte für Assistenten. Zwei Kinder von Moki Tom wurden auserwählt. Juno und der Kindheitsfreund Theo. Es war gewöhnlich für Jugendliche, wenn sie fünf Alter erreicht haben, in der Region auf Pokémon-Reisen zu gehen, um Trainer zu werden. Und so begann Junos Reise. Juno, beeil dich, du bist spät! Ich habe über das Combat neues System raus. Ich finde es schön, dass sie da noch eine Million dazu getan haben. Obwohl das Game zu Rezeit schon entwickelt wurde. Zu Endzeit so gut gemacht. Oder? Ne, Rezeit. So, erstmal, was ich auch schon finde: Es gibt hier wieder ein Item-Ladungssystem. Haben die mit Generation 2 abgeschafft? Nicht schade. Aber gut, seit Generation 3 ist der Beutel ja auch nahezu ein Ende. Der Beutel ja auch unendlich. Braucht man nicht mehr. Da haben wir auch noch eine schöne Karte von der Region. Zumindest erstmal alle Städte angeschaut. Was mir aufgefallen ist, ist nur West-Tandor. Und ja, da schauen wir ein bisschen durch. Erstmal alle Städte. Natu City. SHK. Kefler Town. Moki Town. Rule Town, Entry Town, 10 Darkovers Forest, Comet Cave, Crotchfield Town,
Stadt, Rotwald ohne Namen. Bell Beach City. Noch ein Gebiet ohne Namen, komischerweise. Venoville Town. Legend Town. Championship Site. Und die Victory Road. Was aufgefallen ist. Verdammt wenig Städte sind da. Soll ich aber alles nachzählen? 1, 2, sind glaube ich 1, 8 Städte. Verdammt wenig eigentlich. Das heißt, entweder gibt es in jeder Stadt eine Arena oder es gibt, so wie es jetzt Sonne und Mond sein wird, kein Arena-System mehr. Und es ist aufgefallen, da steht bei jeder Stadt noch einmal dabei, wie es in Pokémon Feuer Rot und Blatt Grün war, der Namensbewerter, Fahrradladen, Pokémon-Schule, Bärentauscher, Verkäufer, wie auch immer, Tigress-Labor, Deepstore-Casino, Kirche, Workshop, ja. Aber es steht nirgendwo nach hinten da, weißt du, das ist seltsam. Ja, für die, die es nicht wissen, in der 7. Generation gibt es keine Pokémon-Arenen mehr, sondern Inselswächter. Jo, nur Süße. Das ist der große Tag, oder? Ich kann leider nicht mehr helfen, bevor ich es nicht mehr helfen kann. Einmal. Irgendwann werden alle groß und verlassen das Zuhause. Ach, wäre ich doch bloß keine alte Frau. Nicht mehr so alt. Könnte ich dir mehr helfen? Ah, ich bin mir sicher, du bist bereit. Du und dieser Junge, Theo. Theo. Das spricht so komisch aus. Ich weiß nicht warum. Sie spricht hier wirklich seltsam aus. Wie auch immer. Folge immer weiter deinen Fußspuren. Fußstapfen. Vielleicht verstehe ich das Wortspiel. Vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Keine Ahnung. Wir waren uns alle sich sicher, dass du fähig dazu bist. Aber wir wundern mich über diesen Jungen. Über ihn. Er ist jünger als andere. Ich bin mir sicher, sein Vater Cameron würde ihm auf gar keinen Fall erlauben, auf diese Reise zu gehen. Egal. Wir sind einfach deinen großen Tag feiern. Ich habe ein Geschenk für dich. Und da bekommen wir was auch sehr Neues. Direkt ganz am Anfang, Turbo-Treter. Das gab es bis zur 6. Generation auch nicht, dass man die so früh bekommt. Ach, kümmere dich nicht um mich, Süße. Ich bin nur eine emotionale alte Frau. Ach, wenn auch nur dein Vater hier wäre. Ich bin mir sicher, wäre stolz auf dich. Und ich bin überzeugt davon, dass du ihm auf deinen super Weg laufen wirst, auf dem Abenteuer. Ich soll dich jetzt aber nicht lange aufhalten. Grüß den Professor von mir, okay? Und wenn du deinen Pokémon triffst, stell mich ihn vor, okay? Viel Glück, Süße. Ja, das war unsere alte Tante. Ich muss sagen, ich finde diese Stadt richtig schön hier. Schaut einfach so wunderbar aus. Eine Nacht. Vielleicht noch ein bisschen leiser geschrieben, weil ich hätte immer noch sehr laut. Überhaupt nicht, schaut einfach so schön aus. Und was ihr auch wissen solltet, ich spreche grundsätzlich selten mit NPCs. Macht einfach nicht. Und die meisten von denen, was man kriegt, sind dann meistens in Häusern. Von dem her spreche ich ungern mit NPCs. Werde ich vielleicht ab und zu mal machen. Aber wenn dann nicht vorher ist, außer steht da was Wichtiges. Jetzt gehen wir einfach mal weiter zum Labor. Schauen so ein bisschen in der Stadt um. Hey, warte!
Und das ist Theo. Mann, ist er klein. Ich vergesse es auch. Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wo du hingehst? Versuchst du mich einzuholen? Vom Lazarin das beste Pokémon zu bekommen? Das wird nicht klappen. Das wird nicht passieren. Weil ich der Stärkste werde. Weil ich als Erster der Stärkste werde. Versuche mitzuhalten, Juno. Ja, das war Theo, unser Rivale. Ich will jetzt eine richtig geile Rivalenmucke, als wir es erstmal gesehen hat. Und ja, Leute. Ich würde sagen, das war erstmal der erste Part von Pokémon Uranium. Bis dann, Leute. Ciao. Und sorry, dass ich alles nachkommentieren musste. Das passiert nicht wieder. Aber wie nett, Leute. Ciao.